Und da sind wir auch. So. Okay, was hast du jetzt getan? Hier ist immer noch alles unten. Ah, oh, boah. Okay. Ja, jetzt hat man es gerade gesehen. Wir haben das erste größere Rätsel gelöst. Und damit ging die erste Treppe nach oben. So, und jetzt kommt etwas, das kenne ich von ja, Speedrunnern. Ist quasi ein bisschen, naja, Map-Design-Fehler kann man es nicht sagen. Aber man kann, wenn man sich Mühe gibt, das habe ich damals auch tatsächlich versucht, speichern. Hier auf, diese kleinen Dinger versuchen raufzuspringen. Wie man sieht, ist nicht leicht, aber wie gesagt, Speedrunner benutzen diesen Trick sehr gerne, um ganz ein bisschen abzukürzen. So, wir machen das natürlich nicht. Erstens wollte ich dazu, wie man gerade gesehen hat, zu blöd bin. Ich habe es früher auch nie geschafft, also werde ich damit jetzt nicht. Also werde ich jetzt nicht versuchen, damit anzufangen. Und zweitens, wie gesagt, ist das ja nicht wirklich Cheaten. Ich meine, Cheaten wäre alles das, was für mich unnatürlich wäre. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses Spiel real wäre, dann könnte man ja im echten Leben auch einfach überspringen. Aber die Sache ist halt, die Spielentwickler haben sich das so nicht vorgestellt, also machen wir das auch so nicht. Das heißt, jetzt eine neue Tür? Ja, ist eine neue Tür. Wir halten uns schön an das, was die Spielentwickler von uns wollen. So, wir haben auch wieder Flashkins. Oh, wir sind zum ersten Mal mit Flashkins voll. Nice. Ach du Scheiße. Oh, die Fresse halten. Hier sind sie. Ach, siehst du, wir haben noch diesen Fire Key bekommen. Oh, das ist aber geil. Ja, man hat gesehen, diese Vögel, die sind meistens als Schläferfeinde sozusagen zusammengerollt irgendwo auf dem Boden. Und wenn man in die Nähe kommt, ich weiß nicht, ob man dazu eine gewisse Nähe zu denen haben muss oder ob es einfach reicht, dass man in deren Sichtfeld ist. Aber wenn man halt irgendwo bei denen dran ist, dann rollen sie sich halt quasi auseinander und ja, sind dann aktiv. So, hier gibt es auch Flashkins, sehr geil. Oh, doch nicht. Ah ja, jetzt sieht ja jetzt halt diese scheiß Flashkin entsammeln, ob sie voll sind. Oh, was ist hier los? Nein, nicht ins Lava! Du Hure! Das waren vier Flashkins. Willst du mich ruinieren? Das werde ich deiner Mutter erzählen. So, hier geht es weiter. Ah. Das Witzige ist, ich kann bei der Map nicht sagen, wo was ist, aber wenn ich es sehe, weiß ich automatisch noch, wo ich lang muss. Weil wie gesagt, die ersten Maps, die habe ich halt damals so häufig gespielt, dass ich sie scheinbar im Unterbewusstsein so hart eingebrannt habe, dass ich genau weiß, wo ich wie lang muss. Das ist. Uah. Okay. Stairs have risen on the. Na, wahrscheinlich wieder eine Hub-Map. Alter. Ich kenne mich hier aus. Nice. Ich liebe es, mich auszukennen, ohne mich auszukennen. Das ist irgendwie ein ganz schön witziges Gefühl. Aua. Scheiß Lava. So, die Frage ist: Wo kommen wir nach. Nein, nicht durchs Lager. Also erstmal lesen, was überhaupt da stand. Stairs have risen on the seven portals. Ja gut. Also ging noch eine Treppe nach oben. Ist doch interessant, ist doch geil. Aua, 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 weg hier. So, hier, was war hier? Nochmal das gleiche in blau? Ja. Nochmal das gleiche in blau. Können wir die Dinger hier mal schön einsammeln? Eigentlich können wir hier mit der Fernwaffe so oft schießen, wie wir wollen, weil die keine Ammo hat. Das macht manche Sachen tatsächlich ein bisschen entspannter. Aber wie man schon merkt, an sich ist Hexen auf jeden Fall wesentlich schwieriger, also anspruchsvoller, als Heretic. Deswegen, wir werden noch eine ganze Menge Freude haben.
So, jetzt waren wir hier drinne. Das heißt, wir gehen jetzt da gegen eine Treppe hoch und hier gegen eine Tür auf. Gut, dann gehen wir trotzdem erstmal hier lang. Ne, hier waren wir auch schon drinne. Ach, wir sind auf die andere Seite rausgekommen. Hier ist die neue Tür. Lol. Wisst ihr was, wir gehen trotzdem erstmal direkt hier rauf und aktivieren einfach mal diese Schalter, die hier sind. The door und the blablabla und ice has opened. Ah, ja! Ich muss gerade überlegen, was er damit meinte. Ja, zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Seht ihr? Und das ist genau die Map, wo wir auch vorhin waren. Nur halt jetzt auf der anderen Seite. Und es ist tatsächlich eine komplett eigenständige Map. Und zwar Guardians of Steel. Nicht Guardians, sondern nur Guardian of Steel. Und das war auch was ganz Geiles, weil natürlich sich die Engine den Spiele- oder die Kartenmap mit speichern musste. Von allen Maps, die zur Hub gehören. Ne? Und das ist schon etwas, das muss man erstmal implementieren. Deswegen die Hexen Engine, die hat ein paar geile Neuerungen gehabt. Ne? Ich meine, man kann sich ja vorstellen, ich meine, wenn wir jetzt hier in der Map sind und hier irgendwas machen und dann zur Hub zurückkehren, und dann wieder zu der Map hier gehen, dann muss ja immer noch irgendwo hinterlegt sein, was wir in der Map alles gemacht haben. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob im Safe-Game einfach alle Maps enthalten sind oder nur die, die mit der Hub verbunden sind, in der man sich gerade befindet. Aber es wird halt quasi nicht nur die aktuelle Map im Safe-Game gespeichert, sondern halt mehrere Maps im Safe-Game. Und wie gesagt, das war damals, das waren halt alles Sachen, die kannte man halt damit noch nicht. Oha, du Huber. Jetzt bringe ich dich um. Ja, leider macht das Ding keinen Schaden. Wobei, wahrscheinlich zum Glück, weil sonst würde es ja uns auch Schaden machen. Ja, klar. Och, jetzt, ja, ich hau dich. Ja, wenn man hier drunter steht, macht keinen Schaden. Es macht zwar irgendwann Kürre, ne? Aber es macht zumindest keinen physischen Schaden dem Spielecharakter. Alter! Deswegen, ich hasse diese Viecher, weil die tanken halt unglaublich. Das Witzige ist, solange wir die blockieren, können sich dahinter Gegner aufstauen, die man damit mitkillen kann. Und während man ihn noch nicht getötet hat, können die Gegner, die hinter ihm sind, aber einem selbst auch nicht angreifen. Deswegen, es ist halt alles, ne, immer zweischneidig. Hat zum einen Nachteile, man kann diese Nachteile aber zu nutzen wissen und dann kann man solche Sachen auch taktisch ausreizen. Alle falsche Seite? Spanisch, Banish, 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 Banish. Ja, ich habe gerade schon die untere Tür während der Faschel runterging geöffnet. Wie gesagt, manche Sachen lernt man halt irgendwann einfach aus dem Schlaf, beziehungsweise eher aus dem Gefühl heraus. Weil ich spiele gerade die gesamte Map einfach aus dem Gefühl. Macht mir irgendwie gerade total Fun, weil ich mich gerade wie so ein, naja,
wie heißt das? Nee, nicht Speedrunner, sondern einer, der quasi so ein Playthrough macht. Also einfach durchspielt mit allen Secrets und allem drum und dran. Wobei ich nicht glaube, dass ich hier gerade alle Secrets finde, aber es gibt auch gar keine Secrets. Achso, ist hier wieder die Hub-Map. So. Okay, jetzt haben sich mittlerweile alle Treppen geöffnet. Das ist ganz geil. So, bei der, auf der Seite waren wir schon. Genau. A door opened on the Guardian. Ah, genau, da wollten wir noch hin. Guardian of Ice. So, und zwar, welche Tür er meinte, waren die beiden, die wir gleich am Anfang gesehen haben. Nein! Schwanz. Boah, Alter, die scheiß Eis hier. Und zwar diese beiden Türen. Yay! Aua! Oh, oh, oh. Was? Oh! Ach ja, da war ja was. Ja, man sieht schon, ich sag mal so, man weiß woher, Gott, wie heißt es jetzt? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ernsthaft? Das mit der Frau, die durch die ganzen Dungeons rennt? Nicht Half-Life. Gott, mich ist gerade verarscht, ich komme auf den Namen nicht. Diese kleine, die zwei Pistolen da hat. Dieses uralte Game, welche hält denn das jetzt? Lara Croft ist die Person. Aber wie ist das Spiel? Lara Croft, lala. Tomb Raider, genau, Tomb Raider. Ne? Jetzt wissen wir, wo Tomb Raider seine Waffe hier her hat. What? Oh! Ja, ist schön, wenn man sich zwar an manche Sachen erinnert, aber nicht an alles. Na gut. Oh Scheiße, das sind diese Giftpfeile. Guck mal, wenn wir getroffen wären. Wenn wir getroffen wären. Ah. Hä? Moment mal. War das nicht bei Hexe schon so? Da gab es so richtig, da wurde es ja nicht rot, sondern grün. Man hat zwar quasi auch Schaden bekommen, aber das war quasi Special Schaden, der dann auch nämlich ein bisschen angehalten hat. Der hat dann so, ich weiß nicht, also war jetzt nicht so wie jetzt, dass man dann eine ganze Minute lang dauerhaft Schaden nimmt. Aber es war halt nicht mit einmal Schaden, sondern Schaden, der über eine Sekunde oder so gewirkt hat. So, da ist der erste Scheiße. Da ist der erste Teleporter, wir gehen aber noch in den anderen Raum rein. Boah, Alter, durchgeschafft ohne Schaden bekommen. Ich würde nämlich gerne mal gucken, was jetzt hier ist. Hallo? Da ist zu. Hier geht's runter. Nein, ich bin hier. Ah, dachte schon. Hä? Ach, da schießt das raus. Kommen wir da rüber? Oh, Alter, dass wir hier alles bohren müssen. Und ja, wie gesagt, die werden nicht rein teleportiert, weil die existieren vorher nicht, sondern die spawnen tatsächlich. Oh. Fuck my life. Aua. Zum Glück gibt es hier Flashkits. So. Sehr schön. Welcher Teleporter führt jetzt wohin? Also der führt. Was? Lol. Den Raum kenne ich gar nicht. Da
klingelt gerade bei mir gar nichts. Haben wir gerade ein Secret gefunden? Also da ist so ein Ding, wo wir hin müssen. Ich meine, wir können ja springen, ne? Kann ich da mal rüberspringen? Ja, kann ich. Bringt das jetzt irgendwas? Was ist das hier in der Mitte? Hm. Also erstmal speichern. So, und jetzt bringen wir mal wieder zurück hier. Okay. Was denn? Ah, lol. Ja, gut. Das bringt uns jetzt aber. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ah, Schalter. One half of the puzzle has been solved. Und Seven. Was denn für eine Hälfte schon wieder? Gibt es also zwei Hälften? Schade. Oh nein, 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 das Lava. Wie kommen wir denn hier hoch? Achso, na geht doch. Wow, 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 wow. So, one half. Das heißt, jetzt gibt es auch eine andere Hälfte. Und die wäre dann wo? Ja, den Raum kenne ich echt nicht. Jetzt halt doch mal deine Schnallalawalla. Gut, wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder in die Hubmap zurück. Easy und Ben, die Map an der Stelle. Nein. Und sehen uns dann, ja. Warte mal ganz kurz. Ich mache jetzt doppelte Belegung. Das heißt, das wird die zweite Folge von Donnerstag. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Zu der ersten Folge Freitag. Ja. So oder so ähnlich. Schau mit vor.